Es blutet die Erde, es weinen die Völker, es hungern die Kinder, es droht großer Tod. Die Band Van Holzen mit ihrer Variante von Wolf Biermanns Wann ist denn endlich Frieden? 15 Acts präsentieren ganz neue Versionen seiner Werke. Musikerinnen und Musiker, die für Biermann neu und überraschend waren. Na, wie Sie schon dunkel ahnen, kannte ich keinen einzigen. Falsch, zwei kannte ich, zwei ältere Leute. Das war der Torch, dieser Rapper. Und das war der Bab, Leadsänger aus Köln. Niedeckenleister. Aber die anderen kannte ich nicht mal dem Namen nach. Wolfgang Niedecken hatte keine Zeit, aber Rapper Torch im deutschen Hip-Hop eine Legende. Dummheit lacht, Weisheit lächelt, Dummheit lacht. Wolf Biermann selbst ist zwei Tage vor seinem 88. Geburtstag energiegeladen und sagt, er sei ein Glückskind. Ich überlebte die Heil-Hitler-Zeit, die Nazi-Diktatur, obwohl ich ein kleines Judenkind und ein Kommunistenkind war. Das ist doch Glück. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Der Schweizer Bonaparte singt Biermanns Ermutigung. Jan Plefka stellt wie Biermann den Kapitalismus in Frage. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Album und das Konzert sollen nicht als Bilanz oder Rückschau verstanden werden. Den Begriff Vorbild findet Wolf Biermann unpassend. Ach, daran habe ich noch nie nachgedacht. Jeder hat seine Vorbilder, ich ja auch. Wenn die von mir irgendwas in Gebrauch nehmen können, dann freut das mein Herz. Ich möchte am liebsten weg sein. Und bleibe am liebsten. Der Abend zeigt, Wolf Biermann hat deutsche Geschichte gelebt, verarbeitet und die folgenden Generationen inspiriert.